Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vorlage, ob Herr Oppermann in der Opposition sein soll oder nicht, nehme ich jetzt nicht auf. Aber Herr Ströbele, eines stimmt nicht. Wir müssen jetzt eigentlich andauernd Dinge richtigstellen, die Sie genau wissen. Auf Ihren Wunsch hin können Sie natürlich im PKGR beantragen, dass Aussagen der Bundesregierung aufgenommen werden. Und das tun wir auch regelmäßig. Ich weiß gar nicht, was Sie hier für Behauptungen aufstellen. Also das ist, gehört mit zum Mystifizieren wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, wir leben zum Glück nicht in Zeiten von Krieg in Europa. Wir leben aber in Zeiten von Krieg im Rest der Welt, von Terror, von fürchterlichem Terror. Und deshalb hat Deutschland Gegner, vielleicht sogar Feinde. Wenn man diesen Befund hat, dann muss man anerkennen, dass die Leistungen von Inlands- und Auslandsnachrichtendiensten eminent wichtig sind für ein Land. Und das ist umso besser, die Leistungen dieser Nachrichtendienste sind umso besser, je offensiver, je mutiger, je selbstbewusster und je entscheidungsfreudiger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, des Verfassungsschutzes und des militärischen Abschirmdienstes agieren. Das können Sie. Dafür bedanken wir uns auch mal. Wir bedanken uns oft beim THW und bei der Bundespolizei und beim Zoll zu Recht. Aber wir bedanken uns hier selten für die Leistungen unserer Nachrichtendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das möchte ich an der Stelle mal tun. Und meine Damen und Herren, wenn wir Sie mutig haben wollen, wenn wir Sie entscheidungsfreudig und selbstbewusst haben wollen, dann braucht es Vertrauen in den Rechtsstaat, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, und Vertrauen entsteht über Kontrolle. Deshalb, glaube ich, hat dieses Gesetz, dieser Entwurf, den wir heute vorlegen, eine eminent wichtige Bedeutung. Wenn wir Kontrolle vertrauensvoll und partnerschaftlich ausüben, nicht als Ankläger und Richter, sondern so, wie wir es in der Taskforce gemacht haben, Herr Grötsch und Herr Ströbele, als kritisch-konstruktiver Begleiter, optimieren wir unsere Dienste. Wir optimieren unsere Gesetzgebung, weil wir selber bemerken, dass es eventuell rechtsstaatliche Lücken gibt. Deshalb glaube ich, meine Damen und Herren, heute beschließt die Union zusammen mit der SPD einen zweiten historischen, verfassungsrechtlich historischen Schritt nach der Reform 2009, als das PKGR mit seiner Aufgabe erstmals in die Verfassung kam. Das ist keine banale Debatte heute. Wir machen einen historischen Schritt, um die Kontrolle zu stärken. Und meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, gibt es drei Gewinner. Die Bürgerinnen und Bürger, die über öffentliche Anhörung mehr Transparenz gewinnen, die aber vor allen Dingen mehr Sicherheit gewinnen, weil wir unsere Nachrichtendienste durch Kontrolle stärken. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewinnen natürlich durch dieses Gesetz, weil die Kontrollpower, die wir jetzt endlich mal haben, dazu führt, dass kritische Auseinandersetzungen mit Vorgängen, wie wir sie jetzt hatten im Bereich der Selektoren, natürlich Verbesserungen bringen. Ich habe ein gutes Gefühl als Parlamentarier im PKGR, wenn ich meinen Kollegen sagen kann, wir haben die Kontrollpower, um für Transparenz zu sorgen. Und um das klar zu sagen, mir geht heute eigentlich das Herz auf, weil ich bin kein Oberschlaumeier, aber ich habe nur zwei Sitzungen. Ich habe nur zwei Sitzungen im parlamentarischen Kontrollgremium gebraucht, um zu kapieren, dass wir dem Auftrag niemals mit neuen Kollegen gerecht werden können. Deswegen ist das so einmalig richtig, was wir jetzt tun mit der Personalausstattung. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt erfüllen wir den Auftrag der Bürger, jetzt erfüllen wir den Auftrag des Parlaments. Und drittens, der dritte Gewinner sind die Nachrichtendienste selbst. BfV, BND und MAD, darauf werde ich persönlich achten, werden nicht darunter leiden, dass irgendwelche Chefankläger jetzt ins Feld geschickt werden, sondern wir werden darauf achten, dass es eine konstruktive, eine vertrauensvolle und kritische Kontrolle ist. Das wird die Kommunikation stärken. Und eins darf ich sagen, Herr Grötsch, ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen, Herr Ströbele, die Arbeit der Taskforce
war durch und durch konstruktiv. Wir hatten eine wunderbare Kommunikation mit dem Bundesnachrichtendienst, mit dem Bundeskanzleramt, obwohl wir einen harten Befund haben. Und das zeigt, es geht auch Kontrolle mit Qualität, und die sorgt am Ende für Vertrauen. Und jetzt zum Schluss, meine Damen und Herren, dieses immer wieder die Nachrichtendienste in irgendwelche Darkrooms ziehen, immer wieder die Nachrichtendienste benörgeln, kritisieren. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn die Opposition oder etliche Medienvertreter, die das tun, einmal einen Vorschlag vorlegen würden. Wie würden Sie es eigentlich machen? Zeitungen ausschneiden, das ist ja so Ihre Vorstellung bei Nachrichtendiensten. Zeitungsschnipsel ausschneiden erzeugt keine Sicherheit. Das ist die einzige Kritik an Helmut Schmidt, weil der mal gesagt hat, da lese ich lieber Zeitung, als dass ich im BND frage. Diese Zeiten sind vorbei. Unsere Nachrichtendienste machen eine klasse Arbeit, und darin wollen wir sie unterstützen. Und zum Schluss Ehre, wem Ehre gebührt. Kleinen Gruß sei mir erlaubt an Hartfried Wolf von der FDP, der wäre jetzt, glaube ich, gern dabei. Danke an die SPD, dass wir das zusammen machen können. Ist für mich, glaube ich, das Ressort mit der stärksten Leistung in dieser Legislaturperiode, also wir Innenleute. Und Clemens Binninger möchte ich jetzt an der Stelle mal nennen. Müssen Sie was schneller danken, Herr Ein Schuster. Vorsitzender eines PKGR muss das vielleicht machen, aber er ist unermüdlich und mit Geduld an diesem Thema dran geblieben. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Das gilt auch als Botschaft in die eigenen Reihen. Ich finde das eine klasse Arbeit und bedanke mich, empfehle Ihnen sehr, diesen Gesetzentwurf mal zu lesen, und dann kommen wir in den Ausschuss. Dankeschön. Der Kollege Schuster war der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Aber